Moin moin und herzlich willkommen zum nächsten Spooktober-Video hier auf meinem Kanal. Ich habe mich mal wieder hingesetzt und überlegt, was man zum Thema Horrorliteratur noch alles drehen könnte. Und da ist mir der schlechte Ruf der Horrorliteratur eingefallen. Es wird ja eher als trashig bezeichnet, als oberflächlich, höchstens noch als spannend und als Unterhaltungsliteratur. Aber ansonsten geht es doch hauptsächlich nur um Gemetzel, um Sex und um Brutalität. Und das ist es einfach nicht. Ja, es gibt diese Literatur, dass es trashige und auch sehr, sehr blutige Horrorliteratur gibt, das ist kein Geheimnis. Aber ich finde, auch die hat ihre Daseinsberechtigung. Unterhaltungsliteratur ist, finde ich, genauso wichtig wie hochgestochene literarische Bücher in der Buchbranche. Aber es gibt diese trashigen und diese oberflächlichen Bücher eben nicht nur in der Horrorliteratur, sondern auch in anderen Genres. Und sowohl gibt es eben auch diese, ja, etwas tiefgründigeren Bücher auch in der Horrorliteratur. Und da möchte ich euch heute 5 Bücher vorstellen, die, bei denen das zutrifft. Natürlich gibt es noch andere Aspekte, die Horrorliteratur nicht bloß zu oberflächlicher Literatur macht. Zum Beispiel eben der Stil, die Erzählperspektive kann besonders sein, die Personen besonders gut ausgearbeitet, wie bei Stephen King es oft der Fall ist. Der schafft ja wirklich große Charakterstudien und der menschliche Schrecken wird dort sehr, sehr stark in den Vordergrund gerückt. Aber das ist nochmal ein anderes Thema, vielleicht für kommende andere Videos. Heute soll es aber, wie der Titel schon sagt, eben um Grusel und große Gefühle gehen, um diese Kombination. Und dass das eben sehr gut funktioniert und dass das sich gegenseitig sogar auch noch befeuern kann, gerade weil es so gruselig ist oder weil es eben so tiefgründig ist, kann es einen mehr gruseln und auch mehr bewegen. Und das möchte ich euch mit diesen 5 Büchern, mit diesen 5 Buchtipps eben nochmal, ja, zeigen und unterstreichen. Das erste Buch ist mir sofort bei diesem Thema eingefallen. Es gilt nicht als typisches Gruselbuch. Es ist ein Kinderbuch, was eigentlich sehr, sehr tragisch und sehr, sehr traurig ist. Aber man kann nicht abstreiten, dass hier Gruselelemente mit eingewoben sind und sogar sehr, sehr im Fokus stehen. Und zwar ist das 7 Minuten nach Mitternacht. Ich habe sowohl das Buch gelesen, als auch die Verfilmung gesehen und ich finde beides wirklich sehr, sehr empfehlenswert. Es ist beides sehr düster und sehr, sehr traurig. Ich habe bei beiden sehr viele Tränen vergossen und trotzdem finde ich, ist es ein sehr, sehr wichtiges Buch und gibt eine sehr wichtige Message weiter. Wir haben hier einen kleinen Jungen, der immer Albträume hat. Und zwar jede Nacht, 7 Minuten nach Mitternacht, besucht ihn ein Monster, die, ich glaube, eine große Eiche im Vorgarten ist. Es wird lebendig und klopft an sein Fenster und verlangt von ihm vieles. Was genau, das müsst ihr selbst lesen. Aber es scheint, dass der Junge etwas verbirgt, dass ihn etwas sehr, sehr große Angst macht und sehr, sehr traurig macht und dass er sich das nicht eingestehen möchte. Was genau das ist, das erfährt man ganz am Ende des Buches und das hat mich wirklich fertig gemacht, was genau da rausgekommen ist. Denn seine Mutter ist todkrank. Und das alleine ist natürlich eine sehr, sehr schwierige Situation für die Familie, für die Beziehung zueinander. Aber der explizite Gedanke, der hier eben eine Rolle spielt, ja, das hat mich ziemlich umgehauen und wie gesagt, finde ich ziemlich berührend und aber auch ziemlich wichtig, darüber zu sprechen. Es geht also um Trauer, um Krankheit, bevor es überhaupt so weit ist. Und ja, wie gesagt, spielen hier die düsteren Albträume eine große Rolle und es hat auch sehr düstere Illustrationen. Aber auch sehr, sehr schöne Illustrationen. Und ich finde eben, weil es so düster und auch diese Albträume mit sich bringt, kann man die Angst und die Trauer noch viel auch symbolisch natürlich auch mit rüberbringen, als wenn es einfach nur realistisch gezeichnet worden wäre. Deswegen finde ich, ist das hier schon mal ein sehr, sehr gutes Beispiel, wie gut sich das bedingen kann und sich gegenseitig befeuern kann, diese beiden Elemente. Das zweite Buch ist mir relativ schnell danach auch dann eingefallen. Von der Optik her ist das ein ausgewachsenes Horrorbuch und das ist es auch. Der Fährmann von Christopher Golden ist in dieser wunderschönen Ausgabe hier erschienen, aber es sieht natürlich wirklich sehr düster und sehr nach Horrorliteratur aus.
Aber wir haben hier eben auch eine Thematik, die sich um Verlust und um Beziehungen dreht. Und zwar ein junges Pärchen, die einen Verlust erleben müssen und sich deswegen trennen, aber irgendwann wieder zusammenkommen. Und besonders die Frau in der Beziehung, die hat besondere Albträume, weil sie immer noch über diesen Verlust nicht hinweggekommen ist. Und zwar in ihren Albträumen spielt der Fährmann eine besondere Rolle. Und der Fährmann kennt man ja aus der Legende, dass er die Seelen vom Reich der Lebenden ins Reich der Toten überfährt, über den Fluss. Und dieser scheint sie irgendwie die ganze Zeit zu belästigen und etwas von ihr zu wollen. Und sie weiß nicht so richtig, was das ist, und ja, sie begegnet halt irgendwann auch wieder ihren Ex, und sie müssen dann diesen Fährmann oder diese Bedrohung, die von diesem Fährmann ausgeht, dann halt irgendwie bewältigen. Aber der Verlust rückt halt eben immer mehr wieder in den Vordergrund, und vieles, was verdrängt wurde und vielleicht nicht verarbeitet wurde, ja, kommt hier wieder zum Vorschein. Und solange man sich damit nicht auseinandersetzt, bleiben die Albträume und bleibt die Bedrohung. Auch hier ist das irgendwie miteinander verbunden, mit Albträumen und zusätzlich eben mit dieser Legende, die ich sehr, sehr spannend finde. Und hier auf dem Klappentext steht eben auch, dass es intelligenter Horror mit emotionalem Tiefgang ist. Und das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Auch wenn ich verstehen kann, wenn man hier jetzt so richtig starken Grusel und Horror erwartet hat und hier viel eben auch diese emotionale Geschichte zum Thema Verlust und Beziehung vorfindet, dass man vielleicht ein bisschen enttäuscht sein kann. Aber ich finde, es ist durchaus auch eine Bereicherung für dieses Buch. Dann möchte ich euch mal wieder eine Lieblingsreihe aus diesem Genre zeigen, und zwar ist das Dancing Jacks. Zwischenspiel ist hier der zweite Band, und den habe ich jetzt ganz bewusst rausgesucht, nicht den ersten, weil es eben in diesem zweiten Band sehr viel um Freundschaft und Zusammenhalt geht. In der Reihe geht es um ein Buch, und dieses Buch ist vervielfältigt und wird in ganz, ganz vielfacher Ausführung in einem Keller in einem abgelegenen Haus gefunden. Und dieses Buch scheint jeden, der es liest, in seinen Bann zu ziehen und ihn dann so sehr zu manipulieren, dass er denkt, er sei eine Figur aus diesem Buch und dass die Realität fiktiv wäre. Und es gibt aber ein paar Menschen, die sich dagegen wehren und die die Bedrohung spüren und die irgendwie immun sind vor diesem Bann, die dieses Buch ausstrahlt. Und in diesem zweiten Band geht es eben um diejenigen, die diese Gabe haben, und die werden von demjenigen, der das Ganze initiiert hat, eben in ein Camp gesteckt, aufgespürt und in ein Camp gesteckt, um sie eben doch noch zu manipulieren, um sie doch noch zu überzeugen, um sie doch noch einer Gehirnwäsche zu unterziehen. Und was da passiert, ist wirklich sehr, sehr grauenvoll, aber es sind die unterschiedlichsten Menschen zusammengesperrt, und besonders eben Jugendliche, die gesellschaftlich eigentlich gar nicht zueinander passen, von den Charakteren her total unterschiedlich sind und tiefe gesellschaftliche Gräben eigentlich sich zwischen ihnen befinden. Aber es schweißt sie zusammen, und ein paar Taten und ein paar Dinge, die hier geschehen, rühren einen auch wirklich, weil sie einfach so wichtig sind in dieser düsteren Zeit. Und das hat mich hier wirklich sehr überrascht und wirklich auch tiefgründig bewegt, wie diese Freundschaften entstanden sind und wie sie halt eben zusammenhalten gegen diese düstere Macht. Und auch so Kleinigkeiten, die einfach passieren, die einfach zeigen, dass sie sich nicht allein lassen. Auch wenn die, natürlich Verführung groß ist, sich irgendwie nicht gegen diese Macht zu stellen, sondern einfach aufzugeben. Auch das wird hier natürlich beleuchtet. Ansonsten ist diese Reihe wirklich sehr, sehr sarkastisch, sehr böse, sehr düster und auch wirklich, wirklich sehr fesselnd geschrieben. Wir haben ja auch einen fantastischen Anteil, weil wir eben uns auch öfter in der Geschichte des Buches befinden, was eben ein Fantasy-Buch ist, wo es Hexen gibt, wo es Königshäuser gibt und düstere Wesen gibt. Und deswegen ist es vielleicht sogar eine Dark-Fantasy-Reihe.
Also so ein bisschen eine Mischung aus Horror und Fantasy. Und wie gesagt, besonders im zweiten Band hat es mich ja, wirklich sehr überrascht, wie viel Freundschaft hier eben auch mit drin steckt und es nicht nur böse hier ist. Und genauso, weil es aber in dieser bösartigen Umgebung spielt, macht es natürlich einfach noch großartiger, diese Freundschaft. Das nächste Buch habe ich gerade letztes Jahr gelesen, obwohl das ja auch schon wieder her ist, aber es hat sich auf jeden Fall in meinen Highlights befunden. Und zwar ist das Peppermint von Camilla Bruce, ein relativ schmales Bändchen. Und was ich da erhalten habe, habe ich einfach nicht mit gerechnet, als ich den Klappentext gelesen habe. Ich dachte einfach, dass es um ein Kind geht, das von einer unheimlichen Gestalt aufgesucht wird, nämlich den Peppermint, und sie ist die Einzige, die diesen sehen kann. Und ja, das ist auch nicht gelogen, aber es steckt noch viel mehr dahinter. Es geht nämlich um eine Autorin, die sehr, sehr berühmt ist und die jetzt gestorben ist. Und um sie ranken sich sehr, sehr viele Gerüchte. Sie soll sogar 2 Morde begangen haben, aber man konnte ihr das nie so richtig nachweisen. Und sie hat jetzt ihren Erben, ihrer Nichte und ihrem Neffen einen Brief hinterlassen. Und damit sie das Erbe antreten können, müssen sie halt bestimmte Bedingungen erfüllen, unter anderem eben diese Lebensgeschichte von ihr lesen, sorgfältig durchlesen. Und da es eben sehr viele Gerüchte gibt, möchte sie jetzt ja damit aufräumen und die Wahrheit erzählen, wie sie das empfunden hat. Und sie gilt eben als sehr, sehr verrückte, als sehr ja, exzentrische und eben als Außenseiterin schon als Kind. Und sie fängt eben auch an zu erzählen, wie es in ihrer Kindheit so losging. Und wie sie eben ihren imaginären Freund Peppermint gefunden hat. Eine Gestalt aus den Wäldern, sag ich einfach mal. Und da ist man sich nicht so richtig, ist das jetzt ihr Freund oder manipuliert er sie? Ist sie wegen ihm eine Außenseiterin oder kann sie sich glücklich schätzen, dass sie überhaupt ihn hat als Außenseiterin? Ja, es geht eben auch so ein bisschen um Vernachlässigung von Kindern oder ja, so ein bisschen in der Familie, wie das vonstatten geht. Sie hat eben eine Schwester, die ist das, ja, das Goldstück der Familie, und sie ist eben genau das Gegenteil. Also wie ihre Eltern mit ihr umgehen und wie sie eben vernachlässigt wird oder vielleicht sogar auch mehr, Fragezeichen. Ja, genau das ist so ein bisschen die Frage, was hier ist hier Realität und was ist Flucht aus der Realität, was ist hier symbolisch. Ich fand die Sprache sehr besonders, ich fand den Erzählstil sehr besonders, und eben, weil es so subtil ist und weil man nie so richtig weiß, was ist hier eigentlich wirklich vorgefallen, fand ich es auch wirklich sehr, sehr spannend. Ein besonderes Buch, was nicht sehr vergleichbar ist, aber wirklich, weil es eben ja, um diese Gerüchteküche geht und um etwas, was nicht so ist, wie es scheint. Ich muss so ein bisschen kryptisch bleiben. Hat mich dann auch wirklich sehr bewegt, weil dieses Kind wirklich sehr, sehr einsam ist. Also diese Einsamkeit, die sich dann auch durch ihr Leben durchgezogen hat, hat mich dann auch wirklich sehr getroffen. Und dieses traumatisierte Kind, was auch immer ihr da passiert ist, dann in ihrer Kindheit, ist eben auch zu einer traumatisierten Erwachsenen geworden. Und was es mit diesen Morden auf sich hat, ob sie die wirklich begangen hat, ja, müsst ihr hier lesen. Und als letztes habe ich mich für Das Labyrinth des Fauns von Guillermo del Toro und Cornelia Funke entschieden. Das ist ja der Roman zum Film Pans Labyrinth, und in diesem Fall ist tatsächlich auch der Roman später erschienen als der Film, denn der Film wurde geschrieben von Guillermo del Toro, und er ist eben an Cornelia Funke herangetreten, ob sie nicht einen Roman dazu schreiben wollen würde, und das hat sie getan. Der ist auch wirklich sehr nah am Film dran, also wenn ihr den Film kennt, dann kennt ihr im Grunde auch das Buch, nur hat sie halt so Zwischenkapitel dazu erfunden, zu bestimmten Nebenfiguren, zu bestimmten Gegenständen hat sie halt einfach nochmal ihre, ja, Fantasie freien Lauf gelassen und das sehr, sehr schön mit eingebunden zu einem wirklich sehr, sehr düsteren Horrormärchen. Ja, hier treffen wir auf Ophelia, und Ophelia reist mit ihrer schwangeren Mutter zu ihrem neuen Stiefvater. Und dieser Stiefvater ist sehr, sehr grausam, was ihre Mutter aber nicht wahrhaben will. Sie ist wahrscheinlich ja einfach froh, jemanden zu haben, nicht mehr alleine zu sein.
Aber Ophelia hat Angst um ihre Mutter und auch Angst um ihr neues Geschwisterchen, was bald auf die Welt kommen wird, denn sie hat ihren Stiefvater durchschaut. Er ist im Militär tätig und spielt eben auch zu Zeiten des Spanischen Bürgerkriegs und sie befindet sich mittendrin und es geht eben auch viel darum, was dieser Stiefvater macht, wie grausam er ist und er eben auch mit den mit den Rebellen, was er mit diesen anstellt. Und Ophelia findet in diesem Ort, wo sie nun ist, in diesem trostlosen Ort, ein Labyrinth aus Stein und dort begegnet sie einem Faun. Und der eröffnet ihr oder erzählt ihr, dass sie eigentlich die Prinzessin der Unterwelt ist und dass sie aber verloren gegangen ist und weil sie jetzt so lange in der Welt der Menschen ist, dass sie es alles vergessen hat. Aber um wirklich festzustellen und wirklich zu überprüfen, ob sie es wirklich ist, muss sie 3 Prüfungen bestehen, die wirklich sehr, sehr schrecklich und grausam sind und sehr, sehr düster. Also man kann sich gar nicht so richtig entscheiden, ob hier die fantastischen Elemente oder die Realität grausamer sind. Und es gehört auch einfach zusammen in diesem Fall, denn es könnte auch durchaus sein, dass es alles in ihrer Fantasie sich abspielt und sie einfach nur diese grausamen Geschehnisse in der Realität darin verarbeitet, in ihren Tagträumen. Ja, aber es könnte natürlich auch Realität sein. Das muss jeder für sich selbst interpretieren. Dieses Buch ist sehr, sehr melancholisch, sehr traurig. Auch hier finde ich sowohl Film als auch Buch großartig. Im Film hat man natürlich diese tolle Optik und den ganz, ganz tollen Soundtrack, den man eigentlich nicht verpassen darf. Auch die wunderbaren Schauspieler, die sehr, sehr gut hineinpassen. Aber im Buch hat man natürlich, befindet man sich in den Köpfen der Protagonisten, sowohl von Ophelia, aber auch, glaube ich, sogar von ihrem Stiefvater. Und das hat man natürlich nicht in der Verfilmung. Und die wunderbare Sprache, die hier sehr symbolisch, sehr märchenhaft, wie das nun mal bei Cornelia Funke der Fall ist, daherkommt, passt hier einfach unglaublich gut rein. Man muss aber sagen, Cornelia Funke schreibt ja hauptsächlich Kinder- und Jugendbücher. Das ist kein Kinder- oder Jugendbuch. Ich würde es ab 16 empfehlen, weil es wirklich sehr, sehr düster und grausam ist. Und ja, so genauso der Film eben. Ja, und hier spürt man, wie bei vielen anderen Büchern, die ich eben vorgestellt habe, die Einsamkeit von Ophelia. Sie ist wirklich auf sich gestellt. Sie hat aber auch große Angst und sie hat Angst vor ihrem Stiefvater. Und natürlich auch dort, wo sie sich befindet, ist sie in Gefahr. Aber wir haben auch diese Verletzlichkeit ihrer Mutter. Und natürlich ist es kein Friede, Freude, Eierkuchen-Märchen, was am Ende einfach ein Happy End aufweist. Dennoch kann ich euch sagen, dass es doch irgendwie bittersweet ist, dass es trotzdem schön ist zu lesen, genauso den Film zu schauen. Es tut zwar weh, aber es ist auch irgendwo schön. Also sehr, sehr melancholisch, passt auf jeden Fall sehr gut dazu. Und ich finde einfach deswegen passt es auch sehr gut in diese Reihe hinein, weil es durch diese Horrorelemente auch eben sehr symbolischen Charakter hervorruft. Und das finde ich allgemein. Diese Horrorelemente können halt eben sehr symbolisch wirken und für etwas stehen, für uns in der Realität. Kann aber gleichzeitig wirklich als fantastisches Abenteuer eben auch erlebt werden. Und das finde ich immer schön, wenn man sich so ein bisschen selbst entscheiden kann, oder vielleicht auch selbst entscheiden muss oder überlegen muss, was hier eigentlich real ist oder nicht und welcher Schrecken hier größer ist. Und ja, das zeigen, finde ich, fast alle diese Bücher. Und wenn ihr jetzt auch noch in dieser Sparte irgendwelche Empfehlungen habt, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Fallen euch auch Bücher ein, die auf jeden Fall in das Horrorgenre gehören oder auch auf jeden Fall Horrorelemente besitzen und trotzdem sehr, sehr tiefgründig sind, sehr emotional sind, dann schreibt das gerne und da würde ich mich sehr drüber freuen. Und bevor das Video endet, möchte ich noch einen kleinen Hinweis dalassen, denn ab heute, ab dem 17. Oktober, beginnt unser Halloween-Countdown, den wir gemeinsam mit verschiedenen Booktubern durchführen. Das heißt, jeden Tag bis Halloween wird jetzt ein neues Video zum Thema Halloween erscheinen, immer auf einen anderen Kanal. Und da werde ich jetzt in der Infobox mal verlinken, die Playlist. Heute beginnt Christinchen
Und das ist natürlich eine sehr, sehr große Vielfalt, was es da an Themen geben wird. Ich glaube gar nicht nur zu Büchern, aber natürlich sehr, sehr häufig. Und ich hoffe, da schaut ihr dran vorbei. Ich werde natürlich auch mit einem Beitrag dabei sein. Und ja, ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Und wenn ihr sagt, das genügt mir alles nicht, ich brauche noch mehr Grusel- und Halloween- und Horror-Videos, dann werde ich euch auch meine Grusel- und Horror-Literatur-Playlist in der Infobox verlinken. Da habe ich alles, was ich bereits auf meinem Kanal hochgeladen habe, mal reingepackt und was zu diesem Thema eben passt. Und dann könnt ihr da vorbeischauen, wenn ihr die nicht schon gesehen habt. Und ja, wenn nicht, dann werden sie sicherlich nicht schlecht. Da werdet ihr auf jeden Fall fündig werden. Und jetzt hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Wünsche euch noch eine schaurig schöne Lesezeit und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.